Aha, okay. Wo können wir noch das Licht ausmachen? Vielleicht im Raum dort hinten, im kleinen, unbedeutenden Raum. Oh, hier vielleicht das Licht an. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Licht an. Lassen wir es mal hier an. Und dann in dem zweiten Raum dort. Das wäre eine Lösung. Dann können wir gleich zurück. In den Wäschlift auch gleich weiter und dann dort das Licht anmachen. Nee, nicht das Licht anmachen. Wir müssen den Blaser da raustreiben. Sim. Da kommt der nächste Ausgang. Ich denke, das könnte jetzt einen Sinn machen. So, Licht aus. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Ah, sehr gut. Hat's gefunktioniert. Ach ja, Licht an, Licht aus. Gefunzt. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Jo. Oh. Eine Botschaft. Sehr gut. Jo. Da ist er weg. Ach, warte, vielleicht. Vielleicht ist er hier auf diesem Klo an uns vorbei. Hier ist doch ein Klo. Nee, falsches Klo. Hier sind nur die Duschen. Das Klo auf seiner Etage wahrscheinlich. Ist Und am los nächsten geht's. dran. Im Dunkeln sieht der Raum sowieso besser aus. Da kommt der nächste Wenn wir gerade Ausgang. raus sind. Zack. Der Bügel war noch gar nicht da, sind schon runtergehopst. So. Ich will mal kurz speichern. Speicherung. Falls es doch mal wieder abstürzt. Jetzt haben wir es oft genug erwähnt. Das Schicksal herausgefordert. So, hier hoch. Hier hoch. Nicht hier hoch. Nee, ich glaube nicht. Geh runter. Hier gab es ein WC, ja. Ich weiß zwar nicht, was das helfen soll, aber gut. WC. Genau das auf seiner Etage. Da ist er. Da liegt auch sein Generalschlüssel. Muss ich mal kurz speichern. Speichern ist wichtig. Oh, der Poki hat was zu sagen. Ich glaube, ich habe alle Screens so gezeichnet, dass wenn man halt nicht genau hinguckt, sie einigermaßen korrekt aussehen. Wenn man aber ganz genau hinguckt und hier zum Beispiel das Bodenmuster, dann sieht man halt irgendwie, wie viel Einfallslosigkeit da reingeflossen ist. Akribisch habe ich diese Linien alle per Hand gezogen. Das muss irgendwann passiert sein. Ich habe übrigens damals noch nicht mit Zeichentablett gearbeitet, sondern mit Fineliner und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Linien gemacht habe. Habe ich die nochmal extra eingescannt? Ich habe halt die Hintergründe auf Papier gezeichnet mit Bleistift und ich glaube, die muss ich extra eingescannt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die mit der Maus gezogen habe. Ich glaube, die sind Tja. beim zweiten Scannen mitgekommen. Ja. Habe ich die Farbe von dieser zweiten Farbe nochmal mit markiert und reinkopiert und halt irgendwie die Farbe verändert. Bescheuert. Vollkommen bescheuert. Ja.
herzlichen Dank an den stummen Zuschauer, den stillen Zuschauer, der sich nicht im Chat einbringt, aber ein Like gegeben hat. Danke für den Like, für das Däumchen. Nimm den Schlüssel. Hey, lass das. Okay, das geht so einfach nicht. Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Okay, da habe ich auch noch eine Idee für. Juti. Heute Wanderung durchs ganze Haus. Ja. Wird hier quer und kreuz durchs ganze Haus gewandert. So, jetzt wollen wir wieder zurück in den Keller. Den Generalschlüssel haben wir jetzt, nein, den haben wir noch nicht, der hängt am Gürtel fest, aber wir haben jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Ich sehe jetzt eine kleine Möglichkeit, dass wir da zumindest eine Kopie machen können. So, hier runter. Die Thronerde, von der ich schon die ganze Zeit rede. Hier. Rein geht's. Vielleicht ist da jetzt was für uns. Zack. Oh. Erdhaufen. Hat er sich rausgebuddelt. Wir haben Thronerde. So. Und jetzt die Thronerde. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns erstmal einen Abdruck besorgen, oder? Oder müssen wir noch was vorher machen? Ich glaube, jetzt können wir mit der Tonerde einen Abdruck machen von dem Schlüssel. Das war, glaube ich, das, wenn ich das richtig im Kopf habe, könnte das sein. So, wieder zurück zum Blase. Okay. Ja, die Erde alleine reicht natürlich noch nicht. Dann müssen wir erstmal zur Toilette. Ah ja, da wollen wir sowieso hin. Na komm, hoch. Geh zur Treppe. Seine brave Edna. Geh da hoch. Ja, hier lang. Hier war's. Geh zur Flur. WC. Sprechere nochmal ab. Zack. Sehr gut. Jetzt können wir doch bestimmt Waschbecken. Sehr gut. Und jetzt Inventar. Tonerde mit Waschbecken. Cool. Jetzt habe ich Matsch. Sehr gut. Mit dem Matsch können wir doch jetzt bestimmt Schlüssel. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Ja, sehr gut. Das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Richtig. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Aber jetzt haben wir immer noch die Medaille nicht. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Ja. Okay, jetzt haben wir hier eine Schlüsselform, einen Abdruck. Okay, so mal hier lang. Vielleicht gibt es da auch eine kleine Abkürzung, die wir nehmen können, vor der ich mir bisher ein bisschen gefürchtet habe. Es gibt eine kleine Abkürzung, die in den Aufenthaltsraum führt.
Und da ist das Spiel bis jetzt immer abgekratzt. So, ich speichere hier mal zwischen. Speichern. Dann nehme ich hier mal die Abkürzung. Es gibt hier eine kleine Abkürzung. Geh durch die Tür. Hier. Oh oh. Hey, hier ist nicht. Ich habe eine Sonne. Immer die, der Doktor kommt. Was? Du bist. Oder? Ich habe echt. Alarm! Ah, oh, okay. Sehr gut. Was gibt's? Na, was wohl? Müsste ich. Okay. So. Und hier. Sehr gut, jetzt sind wir da im Aufenthaltsraum. Ah, lal. So, wir haben immer noch die Sachen. Okay, willst du jetzt mal den Kleiderbügel annehmen? Warum sollte ich den hergeben? Tja, was haben wir falsch gemacht? Hey, Alu! Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halma. Ja, aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es, das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Ja. Sprechen wir über was anderes. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept. Den Kleiderbügel brauche ich. Zum einen, weil zum anderen ein Alu-Um. Können wir nicht tauschen. Ich habe noch eine Frage. Schieß los. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Okay, wir passen auf unser Karma auf. So, jetzt vielleicht. Warum sollte ich den wieder hergeben? Weil du nicht mehr brauchst, weil du zwei hast. Warum sollte ich den hergeben? Okay, scheinbar nicht. Der hat schon einen Kleiderbügel, der braucht eigentlich keinen mehr. So, wo war denn gleich nochmal der Raum? Da war dort auf der anderen Seite, wo wir gerade herkommen, wo wir gerade verhaftet wurden. Da kommt der nächste Ausgang. Gut. Hier sieht es schön bunt aus. Alles voll geklickst. Ja, wie gesagt, wir müssen halt wirklich nochmal in der Folge überall durchgehen und mal alles voll quatschen. Da kommt der nächste Ausgang. Da kriegen wir noch eine Belohnung von Steam für. Das wäre alles voll quetschen. So, hier hoch. So, bald haben wir die goldene Medaille und bald haben wir den Generalschlüssel und können vor die Tür. Okay, wo war das gleich noch? Hier den Treppe hoch, das war mitten im Raum. Hier nicht, aber eine Treppe höher. Ich glaube, mit dem Generalschlüssel können wir auch diese Schlösser öffnen. Da war dann mehr Zugang. Ah, du meinst immer noch nicht hier. Tja. Der Adoman. Ja, der hat eigentlich einen Kleiderbügel, aber. Tja. Okay.
Schlüsselabdruck haben wir jetzt, aber jetzt brauchen wir noch die Medaille.